Heute möchte ich dich für Deutungsmöglichkeiten begeistern. Stell dir vor, du hast die Wahl zwischen zwei Wegen im Leben oder in einer Sache. Dann bitte ich dich, geh zweimal jeweils in die Kraft, die dir dieser Weg verspricht, in das Gefühl hinein, in die Reise. Und dann ziehe dazu eine Rune. Auf meiner ersten Reise mit dem ersten Plan bekam ich Hagalas und Kenas. Es wird eine große Herausforderung sein, aber sie kommt eh und ich sollte ihr begegnen. Und dadurch werde ich viel Licht in die Dunkelheit bringen. Wenn ich den anderen Weg wähle, den ich natürlich genauso tief bereist habe vorher und dann eine Rune dazu bekam, kommt da die Rune Vunjo heran. Vunjo ist natürlich wunderschön, die Wonne, die Freude, die erarbeitete Freude. Wäre es dann nicht ganz besonders einfach diesen Weg zu gehen, musst dich halt richtig reinknien, dann schaffst du das und hast Freude. Oder willst du es wagen und die Herausforderung wählen im Leben, die dir eh irgendwann begegnen wird, sie bewusst wählen und dadurch Licht in die Dunkelheit deiner Möglichkeiten bringen. Siehst du, und so raten die Runen. Jetzt weißt du, was auf diesem Weg und was auf jenem Weg für Kräfte liegen. Welche wählst du? Denn das liegt immer allein in deiner, ja, in deiner Verantwortung. Auch das Ergebnis liegt in deiner Verantwortung. Niemand sonst kann die Verantwortung für dein Leben tragen.